Hallo Leute, willkommen zurück bei Live in the Woods. Es geht weiter. Und wir sind hier in dem Maschinenraum. Wir haben ja beim letzten Part diese Presse 1 runtergesetzt und dann wieder 1 hochgesetzt. Weil ich gemerkt habe, ich brauche doch mehr Platz nach unten. Und wir brauchen ja noch eine zweite Presse. Denn... ja, wir brauchen das für die Soja... Also normalerweise wird ja hier der normale Tofu, der seidene Tofu, zurückgeleitet. Aber wenn dann die Sojabohnen gleichzeitig auch da reinkommen, dann blockiert sich ja das gegenseitig. Deswegen ist eigentlich das Quatsch, wie ich das gebaut habe. Das kann man viel einfacher machen. Und das mache ich jetzt auch mal an der Stelle. Ich muss ja echt gerade mal wirklich alles wieder abreißen. Das ist mir... beim Einschlafen aufgefallen. Ist wirklich so. So nochmal nachgedacht beim letzten Part, so ins Bett gegangen. Nein, keine Ahnung, warum ich ausgerechnet da dran gedacht habe. Normalerweise ist das nicht der Fall, dass ich an Minecraft denke, wenn ich einschlafe. Und dann, hä, das hast du voll blöd gemacht. Das geht doch viel einfacher. So, da muss ich aber jetzt erstmal wissen, wie man eine zweite Presse baut. Also generell, wie diese Presse geht. Da ist die das hier? Ja. Was ist das denn? Eine Saftpresse. Cool. Oh, Eisen und Kolben. Da brauche ich Kolben. Aber keinen klebigen, ne? Ganz normal nur. Ich meine, wäre auch egal. Muss nur gucken. Bruchstein und hier oben war Holz. Wie oft baue ich denn eigentlich Kolben, ey? Das ist so gut wie nie. So, ich guck mal, ob das mit... dem Pflasterstein geht. Ich glaube eher mal nicht. So, die habe ich. Und Eisen habe ich auch. Ich hoffe, das war jetzt richtig so. Nee, ich glaube, das ist sogar falsch. So war das doch. Oh, Leute, komm. Hör auf. Gib mir den Kolben. Ja, klick den noch an. Ach, da habe ich das Eisen. Doch, ich hatte es schon irgendwie richtig. Vor allem gerade noch angeguckt und schon vergessen. Was ist los mit mir? Ja, das geht wieder mal nicht mit dem Kram. Kann ich denn die vier? Ich habe keinen Platz mehr, verdammt. Chisel, gib mir die Chisel. Bruchstein. Damit müsste es jetzt eigentlich gehen. So. Wo war der... hier war das Eisen. Und ja, Holz. Und ich brauche ja 2. Na toll. Ja. Komm, nehmen wir erstmal den einen mit. Du kommst weg. Ich brauche nochmal... 1, 2, 3... Hallo? 1, 2, 3, 4... Ist mir egal. Hallo, du sollst die Chisel benutzen. So, wo sind die? Hä? Wo hat er jetzt die 4 Bruchsteine hingepackt? Oh, ich mach mal das Inventar leer. Das geht ja gar nicht. Die Kiste ist... hä, was ist denn jetzt los? Leckt das schon wieder? Fäden, genau, die habe ich da drin. Spinnenaugen. Auto Crafting Table, da habe ich echt zugeschlagen beim letzten Mal. Aber wo waren jetzt die 4 Stück? Er hat doch hier... oder sind die doch in der Chisel? Ach, guck mal, da ist doch noch irgendwas in der Chisel drin. Aber trotzdem sind die 4 weg. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. So, das sind die letzten 3. So, und jetzt war das... oh, gut, hätte ich gleich da bleiben können, irgendwie so. Ich probier's mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig ist. Hä? Okay, ich muss nachgucken. Presse! Hatte ich's nicht so?
Ach. Ich habe das Gefühl, hier verschwinden Sachen. Jetzt habe ich's. Ah, endlich. Oh, Moment. Und die zweite Presse setzen wir jetzt direkt da drunter unter dem Trichter. Da muss der Trichter auch noch mal weg dafür. Ach so, da ist er ja schon. Gib mir das. So. Und jetzt muss ich mich wieder hochbauen, so ein bisschen. So, das heißt, der Seidentofu landet hier unten und da kommt dann fester Tofu und Sojamilch raus. Und das läuft erstmal alles in diese Richtung. Abtrennen, was ich dann in die letzte Maschine packe, das mache ich später. Ja, das sollte jetzt eigentlich passen. Moment, habe ich jetzt zu. Ich hole mal ein paar Bohnen. Die müssten ja im Prinzip schon wieder gewachsen sein. Wobei eigentlich nicht unbedingt. Da. Eine. Immerhin. Oh, nee, da will ich nicht rein. Das muss ich ja noch umbauen. Das ganze Gerät kommt hier hin. So, schauen wir mal. Ach, sind ja vier Stück. Also vier aus einer Pflanze. Ach so, ja genau. Dann kommt hier der seidene Tofu rein und dann macht er jetzt den festen Tofu draus, und die Sojamilch. Perfekt. Ist doch viel einfacher, als wenn ich das zurückführe und dann blockiert sich das ja so oder so irgendwann. Na, ich baue hier mal ein bisschen Kram ab. Aua, geh weg. So, habe ich keine Schaufel mehr? Das sieht nicht so aus. Aber ich habe noch diese coolen Blöcke hier. Oh, da kommt noch Dirt mit raus da oben. Muss man direkt mal gucken, dass das nicht irgendwie von meinem Gebauten ist oder so. Ich meine, Dirt habe ich noch nicht benutzt bisher. Dirt sage ich schon. Kies. Das war doch Kies. So, wir haben hier hellgrün. Hellgrün. Aua. Mann, hör doch auf damit. Das ist blöd. So. Das ist auch irgendwie eine mühselige Arbeit. Ich habe eigentlich keinen Bock. Komm, warte mal. Das hat's gebracht für den einen. Hallo? Ja, jetzt. Ey! Das meine ich, es ist eigentlich so cool, aber wenn man das nicht hinkriegt, den da richtig reinzusetzen, ist das eigentlich totaler Quatsch. Der Fackeltrick. Den gibt es schon so lang. So, was hatte ich denn gesagt, will ich als nächstes basteln? Also, eigentlich geht ja nur noch Teig, ne? Das andere bekommen wir ja roh, also fertig komplett. Ne, das kriege ich doch nicht hin, oder? Ne, so schnell kann er den gar nicht setzen. Aber eh sinnlos da für dieses eine Stück. Aber hier ist wieder sinnvoll. Guck mal, vor allem,
weil die dann gar nicht nach unten gehen. Wie da. Die ganze Reihe. Hier auch. Oh. Ja, ist halt so ein bisschen eine Timing-Sache. Okay, machen wir weiter. Wie verlinkt denn... Wellington. Teig. Also, wir brauchen erstmal... Frischwasser. Das bekommen wir so. Dann ist das nächste Mehl. Da brauchen wir diesen Mörser und Stößel. Was ist das? Irgendein Block und... paar Sticks. Ich meine, ich habe den, glaube ich, oben. Ich nehme den, den ich hier oben habe. Da. Mein Inventar ist schon wieder voll. Ich weiß auch nicht mehr, da wohin jetzt mit dem ganzen Zeug. Redstone. Oh, der hat Stärke 1. Diorit, Gneis. Weiß, das ist nicht die Kiste dafür, aber egal. Den Tofu. Die Milch, alles da mit rein. Die Eimer, die sind ja eh leer. Fester Tofu. Oh, ich denke, das reicht. Ich habe echt keine Schaufel mehr. Da mache ich mir mal gerade eine. Schaufel und... Ne, es sieht nicht so aus, als ob die sich abnutzen, diese Küchenutensilien. Ist auch ziemlich cool. Weil sonst ist bei so einer automatischen Maschine das ja ruckzuck weg. So, wir brauchen jetzt... Und da kommt jetzt Weizen dazu. Also theoretisch haben wir jetzt diese Auto-Crafting-Dingsbums. Ah, ist schwierig. Das ist ja nur die Blaupause dafür, ne? Ich brauch mal Weizen. Geht da nur mit Weizen? Ja, sieht so aus. Hafer. Das müsste doch... Nee, das Gerste. Hier ist Weizen. Natürlich gleich wieder ein paar mehr. Und die Kuh ist gewachsen. Ja, los. Macht neue Kinder. Ja, du kommst zu kurz, ne? Pech. Tut mir leid. Ihr hättet ja auch zu dritt. Egal. Das sieht echt witzig aus, der Auto-Crafting-Table in diesem Texture-Pack. So, und dann kommt da Mehl raus. Ja. Dann haben wir ein... wie hatte ich das gemacht mit dem Trichter? Moment, habe ich noch einen normalen dabei? Ich brauch noch einen normalen. Ja. Kann ich den nicht hier unten craften? Wenn ich eine Workbench hätte, ne? Da brauche ich doch für die Trichter auch wieder Truhen. Da habe ich zum Glück noch 4. Hupp. Aber Eisen habe ich nicht mehr genug am Start. Hallo, gib's mir. So, ich mach mal ein Nickerchen. Hopp. Ein Nickerchen. In dem zerwühlten Bett. Also wir haben ein... Naja...
Einer, der geht in diese Richtung. Und hier drunter haben wir nicht zwei, sondern ein, der nur das rausnimmt. Und hätte ich auch gleich so nach hinten machen können. Boah, jedes Mal mache ich das. Jetzt habe ich schon unten extra eins rüber gedrückt und dann war da wieder ein Trichter. So, da sind die Hauptprodukte. Wie sieht denn das aus, wenn ich den... Okay, dann war es falsch rum. Ach komm, weißt du, ich das jetzt mit dem Stick mache. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Weizen reinpacke, macht er kein Mehl, warum nicht? Always on. Das Teil habe ich doch auch hier verbaut. Ich habe wahrscheinlich irgendwie... Also wenn... Kommt Salz raus. Ein Topf ist drin, Frischwasser fehlt. Ach, hier unten. Ah, okay, ich muss doch noch so ein Mörser machen. So ein Mörser und Stößel. Ich hoffe mal, ich habe da alles dafür da. Das geht so nicht. Ach, ist das ärgerlich. Okay, das ist ja egal, ob das jetzt da oben oder unten klemmt, ne? Oder? Ist das relevant irgendwie? Dann liegt es jetzt wirklich an den Blöcken. Ah, okay. Es kann sein, dass ich den nochmal benötige. Ich habe doch meinen Crafting-Rucksack dabei. Wieso gehe ich denn eigentlich immer hoch zum Craften? Ja, ich habe noch genug Beef, aber das wird irgendwann auch wieder zur Neige gehen. Deswegen die automatische Maschine da unten. Aber an der Stelle sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.